Hallo liebe Leute und schön, dass ihr wieder da seid. Was machen die flache Erde immer falsch? Die finden eine Sache, wo die denken, da kann ich die Globus angreifen, aber fragen dann nie auf demselben Moment, wie würde so etwas aussehen auf einer flachen Erde. Denn das muss man ja auch tun. Ja? Und wie ist das mit Refraktion, das Abbiegen von Licht? Das wird öfters genannt als einer der Gründe, weshalb die Sonne untergehen könnte oder die Horizont hochkommt. Und dann benutzt man zum Beispiel den holländischen Snell's Gesetz. Und FICO macht das auch. Schauen wir mal nach. So auch bei dieser Gruppe, FICO International, eine Organisation, die so genannt bessere Untersuchungen macht, was die flache Erde oder die Globus angeht. Natürlich sind dies kein Field-Ingenieure, so wie die sagen. Und Ingenieure machen kein Research. Hier steht es. A collective operation of field engineers researching. Absoluter Blödsinn. Diese Leute machen dann auch dieselbe Fehler, obwohl die anscheinend etwas tun, das sehr gut aussieht, machen die doch bestimmte Fehler. Der erste Fehler ist eigentlich, dass die immer ausgehen von einem Globus, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich eine flache Erde beweisen möchte, dann nehme ich ein flaches Modell und basiere dort alles drauf. Ja? Ich kann nicht eine flache Erde beweisen, beweisen, dass vielleicht eine Krümmung nicht gerade die Krümmung ist, die man erwartet. Damit habe ich immer noch nichts gemacht. Aber was auch diese Herren machen, ist, dass sie dann Temperaturen auf bestimmte Punkte, wo der Laser anfängt, wo der endet, messen. Sieht ziemlich gut aus, aber es ist falsch gemacht. Es geht ja natürlich über die Temperatur auf 1 cm, 10 cm, 50 cm, 1 Meter über das Wasser. Und das haben die nicht gemessen und damit hat das schon keinen Sinn. Und dann letztendlich benutzen die hier Wetter basiert auf die Temperaturmessung, die auf die zwei Punkten gemacht haben, aber die sind auf die gleiche Höhe. Und damit habe ich einen ganz anderen Verlauf von Temperatur und kann ich überhaupt natürlich Snell's Law nicht benutzen, denn Snellius, dieser Gesetz, physikalische Gesetz von Snell, wird hier ganz einfach benutzt. Und die physikalischen Gesetze von Newton, die sind dann nicht in Ordnung. Aber gut, die wird hier benutzt und die kann man nicht benutzen, denn die Snell's Law, also Snellius, was der gemacht hat, ist er beschrieben, wenn man eine richtige Grenze hat zwischen zwei Medien oder zwei Lagen von Luft, kalte Luft, warme Luft, und die sind separiert durch eine fast harte Grenze. So etwas kann passieren, das nennt man dann ein Inversion Layer. Ja? Aber normalerweise kann man Snell's Law, die Gesetz von Snellius, absolut nicht benutzen. Dann braucht man andere Mathematik. Also was ist diese Lichtbrechung oder Refraktion, worüber die alle sprechen? Das ist, was man kennt, wenn man ein Stroh in ein Glas steckt, um zu trinken, dann sieht es aus, als ob es gebrochen ist. Und Licht brecht, wenn es auf eine harte Grenze wie hier ankommt. Das ist, natürlich könnte das nur so sein, durch einen Holländer entdeckt, Willibrord Snell van Rooyen, und es heißt dann auch der Gesetz von Snellius, auf Englisch Snell's Law.
Licht wird abgebogen, wenn es von einem leichteren Medium in ein dichteres Medium geht. Das hat alles damit zu tun, dass die Wellen abgebremst werden und damit von Richtung ändern. Wenn wir aber jetzt mal die Luft anschauen und dann nehmen wir warme Luft hier oben, kalte Luft hier unter, dann sehen wir, dass das auch noch etwas geschieht. Aber von einem bestimmten Punkt nicht mehr. Ja? Und was dann auch noch wichtig ist, was man wissen muss, ist, wenn ich in einer Temperaturebene bleibe, dann geht das Licht immer geradeaus. Dann gibt es keine Lichtbrechung. Das andere, was wir natürlich haben, ist, dass wir nie eine harte Grenze in der Luft haben, wo wir, sag mal, Luft von 0 Grad und Luft von 10 Grad und dann harte Grenze Luft von 0 Grad haben. So etwas existiert nicht. Und deshalb kann man ja die Gesetze von Schnellius nicht benutzen. Ein anderes Ding noch ist, wenn ich das mal so mache und wir drehen, sag mal, wenn ich das, den ganzen Schirm jetzt 90 Grad drehen könnte, dann könnte man sagen, das Licht geht von wenig Luft nach mehr Luft. Und das wird dann manchmal benutzt durch Flacherdler, als das sei ein Grund, dass die Densität zunimmt. Und das ist nicht so. Die Densität der Luft bleibt über die ganze Strecke gleich. Es gibt mehr Luft zwischen uns und das Objekt. Und selbst wenn es so hart wäre wie hier, von Luft nach Glas, immer noch würde Licht, das auf meiner Ebene ist, also geradeaus gehen. In diesem Fall ist es mal hier so angegeben. Oder man könnte es so hier angeben. Wenn es nicht eine tatsächliche Temperaturgrenze oder Densitätsgrenze überschreitet, die hart ist, dann ist da nicht eine Brechung nach Schnellius. Das Licht wird doch, wenn die Grenze nicht so hart ist, abgebogen. Aber da brauchen wir ganz andere Mathematik. Das schauen wir auch nochmal an. Da gab es den Französen Fermat, Pierre de Fermat, der schon gesagt hat, dass Licht am liebsten die Richtung geht, wobei er am schnellsten auf dem Punkt ist, wo er sein muss. Und daraus folgt, wenn man eine richtige harte Scheidung hat zwischen einem leichtes Medium und ein dichteres Medium, dann folgt daraus ganz einfach den Gesetz von Schnellius. Wenn man bleibt bei Fermat und das nur als Wellen und Geschwindigkeit anschaut, braucht man am Ende Integralrechnung, um dazu zu kommen, um die richtige Abweichung, die man dann sucht, zu finden. Für mich ist das schon mehr als 40 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe, und da waren Integralrechnungen mehr für die Quantenmechanik, die ich studieren müsste. Also ich bin da nicht so gut drin. Leute, die das gerne machen, kann ich nur anmutigen, das mal zu tun. Aber im Prinzip braucht man Integralrechnung. Also das Schöne dran mit Schnellius ist, dass wenn man mit Linsen für eine Brille oder ein Objektiv oder ein Teleskop oder was auch arbeitet, dann kann man das sehr gut absolut benutzen. Aber wenn man ein Gradient hat, also Luft von Dichte bis zu weniger Dichte, und das geht ganz langsam, dann braucht man eine Integralrechnung. Aber zur Ferne, das ist mal schnell, was Lichtbrechung, Abbiegung ist. Eigentlich ist es so, dass die optische Dichte der Luft, die ändert sich. Die wird weniger, nachdem man höher kommt. Und das sorgt dafür, dass, wie wir gesehen haben,
das Licht, zum Beispiel Licht von der Sonne, sich in der Richtung der dichteren Luft abbiegen wird. Das sind in Wirklichkeit keine harte Grenze, wie wir hier noch zeigen. Es ist vielmehr ein Gradient. Und das, was viele Leute verwirrt, ist dann, dass die denken, wo steht jetzt der Sonne? Und das ist so, dass die Sonne, wenn das schon unter ist, unter den Horizont, wir ihn immer noch sehen können durch diese Abbiegung. Denn für uns scheint es, als ob die Sonne noch dort oben ist. Also es macht nicht aus, was man so anschaut, sobald man durch diese Schichten geht, und die hat man automatisch bei einer Krümmung, dann erscheint alles höher. Und deswegen können wir auch Sachen sehen, die hinter ein Horizont sein sollten, wenn es dieser Refraktion, dieser Lichtabbiegung nicht gäbe. Man hat selbst errechnet, dass wenn dieser Gradient hier von der Oberfläche in die Richtung, wenn das 12,9 Grad Celsius für jede 100 Meter ist, dann wird die Abbiegung so stark, dass, ja, man glaubt es nicht, das Licht fast um die Erde herumgehen könnte. Deshalb sind Tests wie diese nie gut, um eine flache Erde zu beweisen, denn auf eine gekrümmte Erde könnte es ganz einfach mal so sein, dass man keine blassen Ahnung hat, wo das Licht herkommt, wenn man nicht genau weiß, was die Temperaturgradient der Luft ist. Aber dies ist schon wichtig zu verstehen, dass Licht, das zu einer herkommt über die Krümmung, das geht automatisch durch verschiedene Temperaturen von der Luft und deshalb verschiedene Dichte der Luft. Und das ist ganz anders auf einer flachen Erde. Da wird Licht, das direkt auf einer zukommt, auch aus dieselben Temperaturebene kommen und deshalb keine Refraktion geben. Wir schauen das gleich nochmal an. Also, wenn wir dann soweit sind und das alles etwas verstehen, dann ist schon klar, dass wenn wir einen Lasertest über einen See machen, dass im Prinzip das Licht in einer Temperaturgradient, in einer Temperaturschicht bleibt. Also es gibt keinen Grund für das Licht, um abzubiegen. Und deshalb sollte ich, auch wiefern ich auch auf einer flachen Erde irgendwo hinschaue, ich sollte immer das, was Eye Level, also Augenhöhe ist, sehen müssen. Wenn ein anderer Mensch auf 100 Kilometer Abstand steht über ein Meer, dann muss ich ihn sehen, wenn ich zumindest ein Fernrohr habe, dass das gut genug tut. Natürlich gibt es unter bestimmte in bestimmte Situationen etwas von Refraktion. Das kann passieren, wenn man Gebäude hat, wenn die 20 Kilometer weit weg stehen und die sind 100 Meter, 200 Meter hoch, dann habe ich schon eine Chance, dass das Licht durch die Temperaturunterschiede zwischen Oberfläche und etwas höher nach mehr Dense, also eine größere Dichtheit, abbiegen. Aber damit scheint es, als ob die Höhe der Turm oder das Gebäude höher ist, dann es ist. Aber dieser Part vom Gebäude bleibt gleich. Also ich soll immer die Unterseite von einem Gebäude sehen auf einer flachen Erde. Damit könnte dann den Top, den höchsten Punkt vom Gebäude, der könnte abhängig von den Temperaturunterschieden, wie wir sehen in das kleine Video, können wir sehen, bewegen. Ja? Natürlich ist es dann so, dass das, was auf meiner Augenhöhe sein würde, müsste direkt nach vorne geschaut immer noch auf dieselbe Höhe sein. Es könnte natürlich dann sein, dass wenn man ein Gebäude hat, das 200-300 Meter hoch ist, das Licht geht natürlich, wie in der Zeichnung gezeigt, kommt vielleicht durch eine
Temperaturgradient zu mir und die Temperaturgradient in die Höhe kann ändern. Und wenn das geschieht, wird es auch angeblich so sein, als ob die Höhe des Gebäudes hin und her geht. Ja, wie man das hier auch auf einer gekrümmten Erde sieht. Aber da ich den größten Teil, 60-70% dieser Gebäude nicht sehe, heißt es, dass ich auf einem Globus bin. Auf einer flachen Erde müsste ich alles sehen. Denn speziell das, was auf meiner Augenhöhe ist, das wird nicht durch ein Temperaturgradient abgebogen. Und dort geht es schief mit allen Demonstrationen, die Flacherdler haben. Und damit ist eigentlich jeder Lasertest oder andere Test, die Flacherdler machen, wobei man dann über Refraktion spricht oder über Lichtbeugung, ist Unsinn. Im Prinzip könnte man sagen, auf Augenhöhe, das ist, wo wir hinschauen, gibt es keine Refraktion, keine Lichtbeugung. Und so einfach ist es. Es ist so einfach. Und all das Gerede und Zeichnungen mit einer Kurve ist Unsinn. Man möchte eine flache Erde beweisen, na, dann dies ist das Modell. Es muss flach sein, zeige uns nach 20, 30, 40 Kilometer die Unterseite des Gebäudes. Denn das ist in dieselbe Temperaturschicht, da gibt es keine Abbiegung von Licht und es sollte völlig sichtbar sein. Also, wenn wir dann jetzt das letzte nochmal anschauen, sag mal aus Deutschland hier, Berlin, dort irgendwo, und es ist Sommer, die Sonne ist über den Tropik, die Krebssonnenwende, oder wie heißt das? Krebssonnenwende in Deutsch, auf Deutsch. Dann wäre die Sonne ungefähr hier, Mitternacht, dann ist es Nacht in Deutschland. Die Sonne ist hier und die Distanz ist ungefähr 11.000 Kilometer. Die Sonne ist hoch 5.000 Kilometer. Wir können dann das ausrechnen, das habe ich hier getan. A, Höhe ist 5, hier B, Höhe, Länge ist 11, wir können noch 12 machen, damit ist es besser für die flache Erdler. Wir gehen aus, Sonne ist 5 hoch, er steht 12.000 Kilometer weit weg. Dann ist die Distanz von uns zur Sonne ungefähr 13.000 Kilometer und die Winkel, mit wem wir auf die Sonne hoch gucken, ist 22,6 Grad. Na, was heißt das? Wenn die Sonne noch fast über uns war, tagsüber, dann haben wir, ich muss ihn anschalten, dann ist das Licht zugegangen. Die Sonne ist dann weiter weg, also die Winkel hat sich geändert. Und auf einem bestimmten Moment ist der Sonne am weitesten weg und kommt er wieder zurück. Das vergisst man immer. Also wir haben gerade ausgerechnet, wie groß die Winkel ist. Das können wir dann hier nochmal gut anschauen. Das war 22,6 Grad. Also wir fangen hier an. 10, 20, 22, 6, so ungefähr. Und wenn wir diese Linie durchziehen, kommt die Sonne also etwas höher, sehen wir ihn, dann er dann tatsächlich ist. Wenn die Luft dichter wird, sehen wir, dass wenn wir die Linie, wo wir die Sonne sehen würden, wird doch höher. Die Sonne wird nie niedriger am Himmel, er wird höher am Himmel. Nur beim gleichen Dichte von der Luft haben wir keine Refraktion. Und sollte die Sonne immer noch auf 22,6 Grad hoch sein. Denn danach dreht er wieder weiter und wird diese Distanz zu uns immer kürzer, kleiner. Also, tut mir leid, aber die Sonne wird nie untergehen. Es gibt keine Refraktion, die dafür sorgt, dass die
Sonne anscheinend untergehen kann. Er wird nur, wenn man diese Linie verfolgt, oder man könnte diese nehmen, dann, ja, nein, ich muss diese verfolgen, dann wird die Sonne immer höher am, scheinbar am Himmel sein und nie niedriger. Ja? Und da wird nicht niedriger gehen dann 22 Grad. Wenn ich das mache auf eine Art und Weise, dass ich hier in Afrika wäre und dann ganz über die ganze Welt und dort ist die Sonne am Nacht, ja, das habe ich auch mal ausgerechnet, aber das können wir ja nochmal tun. Die Sonne bleibt 5 hoch, ist dann ungefähr, was war es, 25.000 Kilometer. 25.000 Kilometer, man muss erst wieder Reset, 5 und dann 25.000 Kilometer und dann berechnen wir es. Und dann ist die Winkel immer noch 11 Grad. Das habe ich früher schon mal benutzt und dann ist es immer noch so. Ja? Das wäre, wenn man in Südafrika steht, Richtung Norden guckt, über den Nordpol, wo dann die Sonne Wendekreis vom Capricorn ist und dann wäre er immer noch 11 Grad hoch. Und auch hier sehen wir, dass die Refraktion von dichter Luft dafür sorgen würde, dass die Sonne höher am Himmel steht. Danke.